Du hast das Video geklickt und willst besser werden in der Offensive und fragst dich, mit welchen Taktiken, mit welchen Spielzügen, mit welchen Pässen und wie du in der Offensive besser werden kannst, weil du vielleicht deine Tore vom Tor nicht machen kannst oder aber nicht weißt, wo du die Spiele bzw. Pässe hinspielen musst. Ich bin für dich da und ich würde mich auf jeden Fall, bevor das Video anfängt, sehr freuen, wenn du einfach mal auf den Abo-Button und Like-Button drückst, um keine Tipps mehr zu verpassen. Und ich zeige dir jetzt mein Gameplay on stream, damit keiner sagen kann, so, das ist irgendwie geklaut oder so oder was auch immer. Ich erkläre euch das Spiel. Ich selber hole immer Rang 1 und hoffe, dass ihr mit meinen Tipps besser werdet. Für Fragen zu euren Teams oder was ihr besser machen könnt, welche Taktik ihr spielen sollt, guckt meinen Kanal an. Plus schreibt mir auf Instagram. Ich helfe euch da immer für eure Teams. Alles drum und dran. Wir starten rein. Guckt das Video bitte zum Ende, damit ihr auch versteht, wie man das machen kann. Zu Ende erkläre ich nochmal alles, die Spielzüge, alles drum und dran. Lasst ein Like da, um nichts zu verpassen. Also 200 Likes packen wir. Tipp Nummer 1 für euch ist, wichtig sind L1 Bälle. Du kannst normal mit L1 und Dreieck einen Ball bzw. lang spielen. Aber wie du jetzt in dieser Situation sehen willst, sind L1, R1 und Dreieckbälle zusammengedrückt eine sehr krasse Macht. Wir gucken, es ist eine Szene, an die ich beim König Cup, den 1000 Euro Cup, gespielt habe. Ein sehr krasser Spielzug von mir. Ich bin leider gegen Divo im Halbfinale, im Viertelfinale oder so rausgeflogen. 2-0, aber anderes Thema. Guckt einfach mal, wie der Gegner erstmal presst und was ich dann mache. Wir fangen direkt hier an und das ist direkt der Punkt, wenn ein Verteidiger so nah an euch ist, dann spielt vielleicht nicht direkt X, sondern macht einfach eine Ballrolle nach links. Dann könnt ihr mit neben Messi so sicher gehen und könnt den Ball direkt nach unten spielen. Zeitgleich, wenn ihr das macht, drückt ihr L1, L1, L1. Ich hol's mal mit K-Facechen weg. L1, L1, L1 und zieht auf Mbappé, damit der sich schon freiläuft. Also, dass der sich schon freiläuft. Und jetzt guckt das hier an. Ich werde euch jetzt Peile und so einblenden. Guckt jetzt Sanchez, Seedorf, also beziehungsweise Kanté und Mbappé an. Ich habe den Ball zu Sanchez gespielt und ihn direkt in diesem Moment wieder L1, L1, L1 komplett den Ball gespielt. Dann sehe ich, dass Mbappé läuft und seine Verteidigung direkt in der Mitte ist und spielt den Ball direkt rein. Ihr seht seinen Verteidiger. L1, R1, Dreieck. Merkt euch das. L1, R1, Dreieck und der Ball kommt wunderschön über deine Verteidigung. Ich bin mit Mbappé am Ball, bin vom Tor und lupfe ihn perfekt ins Tor rein. Also, ihr habt den Spielzug gesehen. L1, R1, Dreieck hat mich hier zum Tor gebracht. Davor eine Ballrolle und Spieler schicken mit L1 ist auf jeden Fall auch wichtig. Also, der Tipp Nummer 1 von mir ist natürlich L1, R1 und Dreieck Pässe im Mittelfeld benutzen. Wenn du einen schnellen Spieler hast, das wird auf jeden Fall dir viele Tore bringen. Als nächstes kommen wir zu einer Position, die bei der Ecke passiert ist. Hier viele machen die Eckballtaktik, aber meiner Meinung nach ist die schon ein bisschen gepatcht worden. Ich mache es am besten so, holt meinen Spieler hin und ihr seht, was ich daraus gemacht habe. Ich habe meinen Spieler hergeholt, spiele ihn ganz normal zu ihm und passe direkt wieder hin. Und jetzt denken viele natürlich, ich werde die Eckballtaktik benutzen. Doch das werde ich nicht machen. Ich habe mit Coman den Balllauf hin komplett und jetzt genau dieser Spielzug von Coman. Guckt euch den genau an. Jeder von euch weiß, wie das geht. Einfach den rechten Stick nach rechts und nach oben, aber mit Cancel. Der Gegner dachte jetzt nicht zu 100%, ich werde komplett raufgehen. Doch ich sah schon, dass er mit Sanchez nach oben gehen wollte und habe ihn gecancelt. Gecancelt heißt abbrechen. Ich habe ihn abgerochen mit L2, R2 zusammengedrückt. Und schaut euch das Ganze an. Ich habe ihn den Ball und er dachte zu 100%, ich werde hier mit Coman nach oben gehen. Hat sich mit seinem Sanchez und so vorbereitet. Ich bin mit Coman hier einfach durchgegangen und habe ihn einfach komplett reingebuttert. Und der Ball war zu 100% crazy drin. Also so auf jeden Fall bei Ecken eure Tore machen. Spielt den Ball auf die Seite, rennt in die Mitte, macht diesen Trick. Der funktioniert immer zu 80%, würde ich sagen. Bei vielen funktioniert der öfter, aber ich würde sagen, das wird dir auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Ich hoffe, diese ganzen Facecam-Verschiebungen nerven euch nicht, aber da seht ihr meine Facecam oben im Stream. Folgt mir auf Twitch, da seht ihr auch Gameplay, ich heiße genauso auf YouTube. Jetzt kommen wir zum dritten Tipp und das sind Druckpässe, die Bälle von hinten nach vorne lagern. Ich mache das ganz schnell, immer sehr schnell. Ich spiele meine Aufbau und meine Offensive bzw. richtig auf Konter, so unnormal schnell. Ich warte nicht lange, das hin und her passen mag ich nicht. Schaut es euch an und ich zeige euch jetzt einfach mal. Ich habe mit Puskas den Ball, spiele den Ball direkt zu Fofana. Fofana, kurzen L1-Skill, weiter zu Messi, spiele den wieder zu Seedorf und warte jetzt. L1, L1, L1. Ganz ruhig, weil meine Spieler wieder sich freilaufen können. Mit Messi den Ball, perfekt zu Ginola. Ich warte kurz, mache einen Skill und jetzt zack. Mit der Brust und in die Ecke. Also, das kann nicht jeder. Das muss man lernen. Das dauert auf jeden Fall, bis ihr sowas könnt. Aber ihr seht, wie schnell ich mir den Aufbau hier aufgebaut habe. Ich habe mir mit Puskas den Ball genommen, direkt nach vorne gespielt, mit L1 hier kurz gedribbelt. Jetzt nach unten und jetzt wieder Spieler schicken, Spieler herholen. Ihr seht, Jesus und Ginola. Kurz abwarten, dass meine Spieler sich freistellen. Mit Messi den Ball zu Ginola.
Ihr habt gesehen, 3-4 Leute, sehr schön vorbeizukommen, den rausgehauen, mit der Brust angenommen und den links in die Ecke und der ist immer drin. Jetzt kommen wir zum vierten Tipp und das sind auf jeden Fall Doppelpässe vor dem Tor in der Mittellinie, die dich natürlich in der Offensive zu Toren führen werden. So, hier fängt das Ganze wieder mal an. Alliance X-Pässe, Doppelpässe, die dich auf jeden Fall im Aufbau zu 100% bessern werden, sind genau das. Schaut euch das an, wie vorher auch im dritten Tipp oder vierten Tipp, ich weiß nicht, wie viel das der zwei, ich habe schon vergessen. Aber guckt einfach, wie schnell du deinen Aufbau machen kannst. Schaut euch das an. So, den Ball direkt zu spielen, jetzt den Ball auf Sanchez, Sanchez laufen, wieder Spieler schicken, Messi gucken, auf Messi spielen, kurz warten, weil man nicht weiß, was man machen soll. Doppelpass nach unten, Doppelpass nach oben, wieder Doppelpass, jetzt zack, zack, wieder runter, einen Reverse und pop in die Ecke. Also ihr habt gesehen, wie schnell das war. Viele von euch spielen vielleicht 5 Millionen Pässe und ich habe das einfach ganze zack, da ein R1X-Pass, warten bis der Spieler kommt, kurz einen Doppelpass raushauen, wieder Pass, direkt den Pass, wieder warten, nach hinten jetzt mit Sanchez, nach oben. Und in dem Moment, wo er mit Kreis eingegangen ist, und das ist falsches Verteidigen, das niemals direkt angehen, habe ich den Ball wieder mit Mbappé gespielt, konnte hier auf jeden Fall auch auf R1 machen, aber habe mich für den entschieden und in die Ecke geschossen und der Ball war drin. Der nächste Tipp ist auf jeden Fall der fünfte und baut Skills in euer Gameplay ein. Falls ihr nicht wisst, wie ihr skillt, guckt mein Skill-Tutorial auf YouTube an. Wird auf jeden Fall auch in der Beschreibung verlinkt. Das wird euch helfen. Schaut euch mal einfach diesen Spielzug an. Das Tor ist durch Druckpässen und Skills entstanden. Schaut euch das Ganze, wie gesagt, mal an. Ich habe mit Cech den Ball, spiele zu meinem rechten Verteidiger, spiele zu Mbappé den Ball, habe mit Mbappé den Ball. Also ich mache hier Ballrolle, Scoop-Turn und ihr seht gleich wieso. Zack, und ich bin komplett durch. Im gleichen Moment mit Maradona L1 den Ball schicken, spiele den hier zu Maradona. Er kommt mit seinem Torwart raus, ich laufe auf ganz gechillt und der Ball ist wieder drin. Also habt gesehen, wie nur durch einem Skill das ganze Tor passiert ist, zack, Barrel Scoop Turn, hinten ist frei, wieder in der Mitte spielen und Lupfer und zu. Jetzt zum fünften oder sechsten Tipp, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber Freunde, bitte seid nicht nervös vom Tor. Seid nicht nervös vom Tor, ihr müsst nicht direkt schießen, schaut, dass ihr mal zu 100% eure Tore reinmacht, natürlich kann man auch was riskieren, aber guckt, wie ruhig ich hier bitte gespielt habe, das Ganze wieder mit Doppelpässe und X-Pässe, ganz locker. Ich bin im Draft, habe hier den Ball mit meinem Mittelfeldspieler, spielen ein L1-Dreieckpass und viele von euch würden dann den Ball annehmen, ich habe, wo ich hier den Ball bekommen habe, L1 gedrückt, dieses Spieler schicken, wenn ihr L1 drückt, schickt ihr den Spieler. Okay, wenn ihr am Ball seid, mit R1 holt ihr den Spieler. Und ich habe, wo ich da den Pass gespielt habe, genau da, im gleichen Moment schon gedacht, ey, was soll ich jetzt im Sturm machen, habe L1 gedrückt. Habe in dem Moment, wo ich den Ball bekommen habe, direkt kurz gelassen, den Ball nach unten gelassen und L1 Dreieck gedrückt. L1 Dreieck sind diese hohen Bälle und als ich ihn da bekommen habe, habe ich hier wieder L1 gedrückt, um den Spieler zu schicken, mit dem Kopf nach oben und perfekt in die Ecke geschossen und das ganze Tor war einfach noch sehr schön. Ich zeige euch das nochmal, wie schnell das ging. Zack, Ball nach oben und top, ohne Ball anzunehmen, ohne viel Stress, der Ball geht immer rein. So Freunde, wir kommen nochmal zum Ende und ich versuche euch das Ganze zu erklären. Ich habe euch jetzt anhand der Clips mal die Tore etc. erklärt, aber wir schauen uns das Ganze mal so an. Wichtig ist, Ballrollen in dein Spiel reinzubringen, wenn du bei einem Verteidiger die Bälle hast, vom Verteidiger her nicht direkt passen oder so, versuch die Bälle auf der Seite zu spielen. Versuch die Bälle auf die Seite zu lagern, meine ich damit. Also das ist 100% wichtig. Im Mittelfeld und im Sturm natürlich Doppelpässe benutzen, nicht in der Verteidigung, erst im Mittelfeld und im Sturm die Doppelpässe benutzen. Und falls du skillen kannst, dann nutzt das Ganze auch bitte aus. Wenn du ein sehr guter Skiller bist, dann nutzt das aus. Das ist sehr wichtig in FIFA. Dieses Spiel finde ich auch sehr skillhaft. Du kannst damit sehr viel rasieren. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesen paar Tipps helfen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir auf Insta. Das ist auf jeden Fall wichtig, damit du in FIFA besser wirst. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Adios, amigos. Ciao, ciao.